Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zu Die Siedler Online. Auch heute werde ich mich mit der aktuellen Version von Unity beschäftigen. Das Video sollte eigentlich schon vor einigen Tagen online kommen, kurz nach dem Update, aber letztendlich hatte ich zu viel zu tun. Daher also heute das neue Video. In den neuen und alten Problemen mit der Unity-Version sowie einigen Tipps zum Umgang mit Fehlern werde ich später noch zwei Empfehlungen aus dem Feedback-Thread weitergeben, die zumindest mir geholfen haben. Und ich gehe auch noch sehr kurz auf das nächste angekündigte Event ein. Vor etwas mehr als einer Woche wurde ein Update aufgespielt und bei vielen Spielern lief das Spiel danach deutlich besser. Man kann wieder das Sternmenü halbwegs gut nutzen. Die Geologen und Entdecker lassen sich mit weniger Aufwand und Zeit wegschicken. Weiterhin im Spiel ist allerdings das Durchklicken durch das Menü, wie ich es auch bereits in meinem letzten Video erwähnt habe. Nutzt zum Wegschicken von Geologen und Entdeckern am besten eine freie Fläche aus, damit dieser Fehler einfach nicht vorkommen kann. Das Sternmenü läuft insgesamt besser und runder, ganz stabil ist die Sache aber bei weitem noch nicht. Und zudem kommt es auch zu neuen Fehlern. So kann es vorkommen, dass sich die Symbole und Zahlen innerhalb des Sternmenüs verschieben. Dann sind beispielsweise Generäle mit hohen Zahlen versehen oder Förderungen sehen aus wie Geologen. Das ändert allerdings nichts an der Funktionalität. Man kann auch die Förderungen ganz normal nutzen, auch wenn sie anders aussehen, die Generäle ebenso. Ich empfehle euch hier auf die Suchfunktion zurückzugreifen. Man kann beispielsweise Steak eingeben und sieht dann nur die Steaks und Fischsteaks. Mit einem Mouse Over wird unabhängig vom Symbol der richtige Text angezeigt und ihr könnt ihn auswählen. Der Chat ist stabiler als vor dem Update, wird aber auch immer wieder neu gestartet. Bei mir kommt es vor allem dann vor, wenn ich den Browser gewechselt habe, um etwas anderes aufzumachen. Zurück zum Spiel war der Chat dann nicht mehr auf. In dem Update zeigt der Chat, wenn er nicht abschmiert, neue Nachrichten im jeweiligen Tab an. Dies ist auch verändert worden. Wenig verändert hat sich bei den Generälen. In Abenteuern müsst ihr mit denen ziemlich aufpassen und vorsichtiger agieren. Zum einen kann es vorkommen, dass ihr einen General auswählt und ein anderer kurz danach geöffnet wird. Das kommt bei mir vor allem dann vor, wenn ich mehrere Angriffe vorbereite und die Generäle mit Truppen bestücke. Wartet einfach, bis bei einem General die Bestückung mit Truppen gespeichert ist, also das Mausrad sich aufgehört hat zu drehen, und geht dann erst zum nächsten General über. Ansonsten wird der vorherige General eventuell neu ausgewählt und es kommt zu Fehlern. Auch müsst ihr aufpassen beim Angreifen selbst. Teilweise funktioniert der Rückzug nicht. Schaut also, dass ihr Angriffe langsam ausführt und nicht zu hastig agiert. Die Produktionsanzeige klappt bei mir besser als vor dem Update. Bei einigen Gebäuden konnte ich nicht sehen, wie lange die Produktion noch dauert, das hat sich nun geändert. Ich kann die Produktionszeit bei allen Gebäuden prüfen, wenn ich auf das jeweilige Gebäude klicke. Einige Spieler berichteten von falschen Produktionen bei epischen Gebäuden. Hier wird nur in Rang 1 oder 2 produziert, auch wenn höhere Ränge vorhanden sind. Ich selbst habe diesen Fehler nicht. Es kann aber auch sein, dass bei diesen Spielern die Anzeige nur falsch ist und die wirkliche Produktion die normale ist. Weitere Fehler gibt es auch im Handelsmenü. Viele haben davon berichtet, dass Ressourcen verschwunden sind, die sie angenommen haben. Bei einigen Spielern kommt es vor, dass die ganze Insel unter Wasser steht. Wieder andere berichten, dass sie gar nicht ins Spiel kommen. Ich empfehle diesen Spielern, bei denen das vorkommt, dass sie nicht ins Spiel kommen, bei Facebook direkt den Siedler Online-Account anzuschreiben. Der Support funktioniert aktuell weiterhin nicht. Er wird gerade verbessert und soll auf eine Rückmeldeplattform umgebaut werden, wo dann mit einem Link alle wichtigen Informationen zu sehen sind, also der Status, Rückmeldungen und der Mitarbeiter, der zuständig ist. Ein weiterer kleiner Fehler ist bei der Gildenbeschreibung zu sehen. Diese ist derzeit sehr gequetscht. Nebenbei erwähnt noch, im Forum wurde erneut darauf hingewiesen, dass das beliebte Tool Pinky nicht erlaubt ist und gegen die Nutzungsbedingungen verstößt und auch geahndet wird, wenn dies auffällt. Nach aktuellem Stand wird gerade an einem neuen Update gearbeitet, welches auch seit kurzem auf dem Testserver ist. Das Update kommt laut Kumakun prognostiziert im August, vermutlich in der dritten Woche. In der aktuellen Testserver-Version wurde der Posteingang verbessert. Das Einsammeln von mehreren Briefen funktioniert wieder und Briefe mit Anhängern können nicht weggeschmissen werden. Dabei sei gesagt, dass es Hinweise gibt, dass die Anhänge im Lager landen, wenn sie derzeit weggeschmissen werden. Ich habe es bei mir mit einigen Anhängen getestet und bei denen hat es funktioniert.
Die Sachen landeten in meinem normalen Lager, nicht im Stern. Ob das immer klappt, kann ich nicht sagen. Zudem wurde die Geschwindigkeit beim Öffnen des Posteingangs deutlich verbessert. Verbessert wurde auch das Sternmenü weiter. Zwei verschiedene Grafikfehler wurden auf dem Testserver gefixt. Entdecker sind nicht mehr ausgegraut und der Tooltip wurde ebenfalls gefixt. Zudem wurde ein Zonenfehler beim Einsammeln von Items des Buchbinders korrigiert. Im Discord und vermutlich auch auf anderen Kanälen wurde von Unbekannten ein Link zu einer angeblichen Client-Version verbreitet. Hier gilt allerdings für mich, wie so oft im Internet, der Grundsatz: Klickt nicht auf Sachen, die euch unbekannte Personen schicken. Es gibt aktuell keine Client-Version und wenn, dann würde Bluebyte diese veröffentlichen. Und ich würde euch darüber informieren. Wo wir beim Thema Discord sind, so empfehle ich euch auch hier, den Discord vom DSO Talk zu besuchen. Hier gibt es oft schnelle und aktuelle Informationen und Diskussionen. Auch die Facebook-Gruppe von Die Siedler Online ist immer einen Besuch wert. Ich bin in beiden Gruppen auch selbst aktiv und werde es euch unten verlinken. Bluebyte, genauer gesagt Kumakun, äußert sich beinahe täglich auch im Forum. Hier wurde deutlich gesagt, dass das Team von Die Siedler Online vergrößert wurde und aktuell 3 Teams an Unity sitzen. Priorität hat dabei die Stabilität, die Performance und der Chat. Das Spiel selbst ist nicht kurz vor dem Ende, sondern es soll noch lange weitergehen. Neben den aktuellen Fehlerbehebungen arbeitet ein anderes Team von Bluebyte derzeit an dem nächsten Event. Das wird aller Voraussicht nach das Jubiläumsevent sein und soll nicht vor dem 6.9. beginnen. Mehr Informationen gibt es derzeit noch nicht. Das Event selbst halte ich für durchaus gut, auch in der aktuellen Situation. Grund dafür ist, dass es nicht so stressig ist wie andere Events, sondern die eigentliche Eventressource Luftballons quasi nebenbei in der Festhalle für Ressourcen produziert werden. Sobald es mehr zum Event gibt, werde ich euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Zum Abschluss noch 2 Tipps, die ich aus dem Feedback-Set bekommen habe und die mir sehr geholfen haben, wie ich bereits erwähnt habe. Zum einen solltet ihr Java aktualisieren und ihr solltet den Browser WaterFox einmal testen. Ich werde beides unten verlinken. Der Browser selbst dauert beim Start einige Zeit, aber läuft dann bei mir zumindest nach einigen Sekunden deutlich stabiler und das einige Stunden lang. Auch der Chat bleibt stabil und geht nicht weg, wenn man einmal den Browser wechselt. Ich hatte bereits früher darauf hingewiesen und mache es auch gerne in diesem Video erneut. Wenn ihr Feedback hinterlassen wollt, egal ob im Forum, Discord, bei Facebook oder wo auch immer, hinterlasst Beleidigungen auch und gerade gegenüber Mitarbeitern von Bluebyte. Damit bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen und Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Siedeln und Bluebyte viel Erfolg bei den Fehlerbehebungen. Bis bald!